Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Alle Fraktionen sind sich einig, dass sie diesen Antrag unterstützen. Alle Vorredner haben die Argumente genannt. Mit anderen Worten, es ist schon alles gesagt, bloß noch nicht von mir. Ich glaube, Sie wollen das jetzt nicht von mir noch mal alles wiederholt hören. Und deshalb danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte darum, diesen Antrag anzunehmen.